So, lieber Bill, jetzt lernen wir uns doch nach über 60 Jahren einmal kennen. Ja, nur damit du mal kurz einen Einblick bekommst, das ist hier mein kleines Büro. Und das sind so meine Projekte, die ich zurzeit gerade aufbaue und auch leite. Und damit du siehst, dass es hier auch nach Arbeit aussieht, zeige ich dir mal ganz kurz meine beiden Arbeitsplätze, weil ich arbeite in einer bestimmten Geschwindigkeit, die anderen nicht mögen. Ich bin wirklich hochexplosiv, nicht nur beim Reden, sondern auch wirklich beim Arbeiten. Und ja, ich habe viele Gedanken und ja, auch den Gedanken weiterzukommen. Ans Ziel kommt kein Mensch, aber eben halt optimal will ich schon wirken, beziehungsweise in die Richtung. Und ja, der Verein steht hier für Senioren 55 plus, zu Hause alt werden für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, ich kann dir das erzählen. Ich habe nach meinem Hotelbesitz und den Geschichten, die ich dir erzählt habe, dann auch einen kleinen Niedergang gehabt. Und da habe ich dann auch entdeckt mein soziales Herz und habe da im Altenheim meine Ausbildung als Alltagsbegleiter gemacht. Ja, verbesserungswürdig und zu Hause alt werden in sozialer Umgebung, im Freundeskreis macht doch ein bisschen mehr Spaß. Die eigene Pflanze kann ich sehen, den eigenen Stuhl, wo ich mich hinsetzen kann. Ja, meine Umgebung, ja, meine Familie, meine Freunde, meine Bekannten. Dieses Miteinander für ein Dasein, das will ich gerne leben. Und ja, es gibt immer irgendwo was zu sehen, zu berichten. Mein Hobby ist die Küche und Ernährung, Gesundheit. Habe ich ja deiner Schwester schon einiges erklärt. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist, aber es ist tatsächlich so, dass man über Verhalten alles steuern kann. Du bist unheimlich sympathischer und ja, wie soll ich sagen, sympathikus. Ja, also bei jedem zweiten Satz, wenn du irgendwo dann jemanden stehen lässt, sagst du sofort Entschuldigung. Das fand ich richtig, ja, das macht nicht jeder. Ganz, ganz wenige Menschen, die eben halt auch diesen Achtung und Respekt-Effekt haben. Ja, zum Bürgermeister werde ich dieses Jahr nicht, aber in 4 Jahren ist ja nochmal neu. Aber Ratsmitglied möchte ich ganz gerne werden. Du wohnst ja jetzt leider Gottes in Erxleben. Da darfst du mir deine Stimme nicht abgeben. Aber falls du hier Freunde und Bekannte hast, kannst du mich gerne weiterempfehlen. Das Angebot gilt mit dem Wolfsburger Forum. Mache ich dir gerne unentgeltlich, vielleicht über die Zeitung. Ich habe ja auch ein Projekt, das heißt Kunst hilft. Vielleicht können wir ja gemeinsam irgendwie um Spenden bitten, nicht betteln. Das braucht kein Mensch. Das, was du machst, ist wirklich für Kinderherzen, für Familien da. Normalerweise müsstest du den doppelten Preis bekommen, aber die Menschen gehen lieber zu McDonald's, meine ich auch ganz ehrlich. Da kosten Hamburger schon allein 5,95 €. Naja, und er macht auch krank. So, Bill, dann will ich dich nicht weiter abhalten. Du bist ja bestimmt auf der Rennbahn und dann wünsche ich dir noch einen guten und strukturierten Tag. Das habe ich ja auch gemerkt, dass du sehr professionell arbeitest. Bis dann. Gruß an die Familie und an den Zirkus.